Guten Abend und herzlich willkommen zurück in Solstheim. Letztes Mal habe ich ja den Wasserstein aktiviert und heute werden Eowyn und ich mich zum letzten Stein begeben, zum Windstein. Oh, schöner Sprung. Hilf mir mal gegen den Schneewolf, ich kann irgendwie meine Waffe nicht ziehen. Keine Ahnung warum, hat nicht funktioniert. Ich hoffe, das wird kein dauerhafter Zustand sein. Ja, was wollte ich sagen? Oh, ein Schneewolfspelz. Das nehmen wir mal mit, falls ich mir davon mal irgendwann was machen lassen will. Ich weiß es noch nicht. So, für heute haben wir... Oh, wo bist du? Ach komm. Mädel, ich habe ja keinen Orientierungssinn. Ach du meine Güte. Du bist eine Gespensterbraut, aber gut. Ich wollte irgendwas erzählen. Ja, der letzte Stein steht an. Der allerletzte Stein steht an. Der Windstein. Und der Windstein, der sollte sich in der Nähe vom Skaldorf aufhalten. Deswegen habe ich den zum letzten Mal oder zum letzten Stein erklärt. Und wenn ich von hier nach Nordosten, sagt man das so? Also ein bisschen nach Norden und eine ganze Ecke nach Osten gehe, sollte ich da ankommen. Ohne Probleme. Das werden wir jetzt mal versuchen und zwar live. Ja. Da kommen wir auch an dem Schiff vorbei. Da kommen wir an dem Schiff vorbei. Das ist interessant. Also an dem Luftschiff, das da hinten gestrandet ist. Eowyn? Ah, da vorne. Da vorne springt sie rum. Ich hab sie gesehen. Habt ihr sie auch gesehen? Ja, da hinten. Ach du Hai. Ah! Was ist denn heute los mit dir? Was ist denn heute los mit dir? Ich bin ja ganz enttäuscht und überrascht und erschreckt. Vielleicht wird das dann doch kein dauerhaftes Arrangement mit uns beiden. Ich hatte ja eigentlich gedacht, ich nehme mich mit, bis ich schwarz werde, bis alles vorbei ist. Aber wenn ich mir das so anschaue... Das oh ja. Ist mal ein Kampf. Ja. Der geht ja kaum bis zu den Knöcheln, meine Güte. Das ist kein Kampf. Lass mich an den Riegling. Na, dann lass mich halt nicht an den Riegling. Ist mir auch egal. Ich kann ja da vorne ein paar neue Rieglinge töten. Ist ja alles kein Problem. Wir haben ja genug von denen. Die scheinen ja schneller nachzuwachsen als Salzreis auf dem Festland. So, aber diesmal... Oh ja, jetzt haben sie alle drei auf mich gehauen. Muss ich aufpassen. Weil ich habe gegen so eine Gruppe ja auch schon mal verloren. Dummes Pack. Ja. Aber diesmal nicht. Diesmal habe ich gewonnen. Dummes Pack, ganz genau. Meine Fresse. Und ihr habt eine Drake dabei. Ein paar Schweinegedärme. Und ja, das sind Gedärme. Ich weiß, da steht Leder, aber das sieht aus... Sieht das nicht aus wie Gedärm? Ich finde, das sieht aus wie Gedärm. Keine Heiltränke oder so. Na gut, dann speichern wir mal. Und treten in den Schneesturm hier. Oh ja, das Luftschiff. Oh mein Gott, das Luftschiff. Ah, diese Quest. Oh, es läuft sogar noch. Weiß gar nicht, ob mir das letztes Mal aufgefallen ist. Als wir das letzte Mal hier waren, ist schon eine ganze Weile her. Mal sehen, ob ich die Quest noch mache. Ich bin mir nicht sicher, ob ich diese Zuflucht finde. Ich denke, die liegt irgendwo in der Richtung, da oben. Hm. Dieses Grabmal, was sie gesucht haben. So, aber wir müssen jetzt nach hier. Nach da. Also das sollte eigentlich machbar sein. Das sollte ohne Probleme machbar sein. Ich habe für die ersten Steine, da habe ich wirklich lange gesucht. Und auch unter anderem für die, wenn ihr euch erinnert, für die Höhle der Schmuggler, die irgendwo hier war, direkt in der Nähe der Festung, der Eisfalterfestung. Die habe ich auch ewig gesucht. Die habe ich bestimmt eine Viertelstunde gesucht. Gebt auf, ihr seid ja halb tot. Aber jetzt habe ich ja Übung. Und ich glaube, ich werde nicht lange brauchen. Oh Gott, nein, du warst schnell. Ja, Frauen vor. Eowyn macht das. Ja, sie hat sich den Blonden ausgesucht. Den hätte ich mir auch ausgesucht, wenn ich eine Frau gewesen wäre. Ja. Und weiter geht's. Ja, gib's ihm. Wie fühlt sich die Nähe des Todes an? Hey! Was soll das denn? Da hat er noch mal Zeit für einen Schuss auf mich, wo die Frau ihn in Stücke schneidet. Das finde ich extrem empörend. Ja, ich würde mich beschweren, wenn ich du wäre. Die nehmen dich wohl nicht ernst, Eowyn. Meine Güte. Ah, endlich ein Heiltrank. Zwar nur ein billiger, aber was soll's. Ich nehme doch, was ich kriegen kann. Ich nehme sogar einfache. Wahrscheinlich nicht die beste Idee, die Tränke von irgendwelchen Nordleuten, die ich hier getötet habe, einfach zu trinken. Wer weiß, was sie da drin haben. Wer weiß, vielleicht haben die Herpes. Ja, vielleicht haben die schon mal einen Schluck von dem Heiltrank genommen und ich kriege jetzt Herpes. Und oh, hallo. Das tut mir wohl leid, aber ich bin in Begleitung. In aggressivster Begleitung.
Naja, sie hat nur Augen für mich gehabt. Mhm, so schaltet man die Konkurrenz aus. Ein Stärketrank. Ja, den Helm lassen wir mal drauf. Ja, warum nicht? So, jetzt suche ich diesen... Ah, da vorne ist der Kerl, der Lederverarbeitung macht. Hier und jetzt sterben. Bei dem ich mir ein paar Rüstungen bauen lassen kann. Vor allem aus dem weißen Fell von Eisbären und diesen Frostwölfen. Ha, Frostwölfe. Bin ich da der Einzige, der an WoW denkt, wenn er Frostwolf sagt? Weil ich glaube, da gibt es ja den Clan der Frostwölfe. Zu dem Frall gehört. So, das ist nicht der Stein, oder? Doch, 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 das ist der Stein. Ach du meine Güte. Ja, ich habe ja gesagt, es kann eigentlich nicht mehr viel schief gehen. Und das ist wohl wahr gewesen. Reise in den Süden und Osten des Sees aus Eis zu Glenschulds Grab und befreie die Winde aus der Tasche des gierigen Mannes. Okay, da schauen wir lieber nochmal im alten Text nach. Eva musste noch eine letzte Gabe zurückbringen, das Geschenk der Winde. Und so reiste er zum Windstein weit an der westlichen Küste der Insel. Als er dort ankam, sprach der große Schöpfer zu ihm und gab ihm seinen letzten Auftrag. Ja, aber warte mal, der Windstein ist doch nicht weit an der westlichen Küste der Insel. Wir sind doch hier mitten in der Insel. Aber gut. Finde den gierigen Mann und befreie den Wind aus seiner Gefangenschaft. Also durchwanderte Eva das Land auf der Suche nach dem gierigen Mann. Er schaute in den Bäumen nach, aber dort verbarg sich der gierige Mann nicht. Und auch nicht in den Meeren oder in den tiefen Höhlen. Und auch die Tiere hatten ihn in den tiefen Wäldern nicht gesehen. Schließlich kam Eva zu einem schiefen Haus und er wusste, dass er den gierigen Mann dort finden würde. Ist das die richtige Stelle, die ich hier lese? Mal schauen. Wer bist du, rief der gierige Mann, dass du zu meinem Haus kommst? Ich bin Eva von den Skal, sagte Eva. Ich bin kein Krieger, Schamane oder Stammesältester. Wenn ich nicht zurückkehre, wird man mich nicht vermissen. Aber ich habe die Ozeane und das Land und die Bäume und die Tiere und die Sonne zurückgebracht. Und ich werde meinem Volk die Winde wiederbringen, auf dass wir den Geist des großen Schöpfers wieder in unseren Seelen spüren mögen. Und mit diesen Worten ergriff er den Beutel des gierigen Mannes und riss ihn auf. Die Winde fegten mit der Macht eines Orkans aus dem Beutel, hoben den gierigen Mann in die Luft und trugen ihn fort, weit weg von der Insel. Von welcher Insel? Von der Insel hier? Oder von der Insel? Was haben wir noch? Eva atmete die Winde ein und war froh. Er wanderte zurück zum Windstein, wo der große Schöpfer ein letztes Mal zu ihm sprach. Ja, und ich denke, das lesen wir dann erst, wenn es soweit ist, oder? Ja, zuerst schauen wir in mein Tagebuch rein. So, ich muss gen Süden und Osten reisen. Warte mal, reise in den Süden und Osten des Sees aus Eis, zu Glenschulds Grab und befreie die Winde aus der gierigen Tasche. Oder aus der Tasche des gierigen Mannes. Also, Südosten des Sees aus Eis. Oh mein Gott. Das kann ja nur schief gehen. Das ist die schwierigste Wegbeschreibung bis jetzt. Aber der See aus Eis, das wird dann wohl dieser See sein, auf dem ich die eine Bikini-Frau gelassen habe, oder? Weil das ist ja hier kein See aus Eis, das ist ja ein Fluss aus Eis. Das ist ja hier Kinderkacke. Da vorne ist eine Brücke, an der ich auch noch nie war, glaube ich. Wo ist denn der See aus Eis? Lass uns doch mal den See aus Eis finden. Wenn wir den haben, dann weiß ich ja im Prinzip, was ich tun muss, oder? Oh, hallo. Hätte nicht gedacht, dass du mich haben willst. Ich hatte eher Angst vor denen da hinten. Aber okay. Oh, hallo. Ihr friedlich seid, ihr feindlich seid. Ihr habt keinen Grund, euch hier herumzutreiben. Geht jetzt. Oh, okay. Wer bist du? Ah ja, du willst nicht mit mir reden. Okay, gut. Das war so. Wir wollen mit euresgleichen nichts zu schaffen haben. Verschwindet! Okay, was ist... Wir sind zwar nicht verheiratet, aber ich... Was, warum verachtest du mich? Verschwindet, Fremdling! Ja, okay, ist ja gut. Okay. Kalt? Das ist doch nicht kalt! Ihr solltet mal nach Himmelsrand gehen, da ist es kalt! Ach, nach Himmelsrand, nach Skyrim? Na, vielleicht, irgendwann, wer weiß. Mal sehen. Okay, dann ist das Haus dieses Lederverarbeiters da vorne. Und hier stehen wirklich viele Leute rum. Die wahrscheinlich alle meinen Tod wollen. Seht ihr das da hinten? Ja, wahrscheinlich seht ihr es sowieso.
Das dauert jetzt zu lang. Da steht jemand, da steht jemand. Hier stehen zwei. Da stehen zwei. Da hinten stehen zwei. Meine Güte, wie soll ich denn irgendwo hinkommen? Mit all diesem Mord und Totschlag, den ich zu erledigen habe auf dem Weg jetzt. Aber gut. Jammern hilft nicht. Wir müssen anfangen, anzufangen. Hallo. Erna, die Ruhige. Und, ihr seid nicht feindlich. Komm schon, kämpf! Aber du, hä? Ja, der alte Mann will mich. Ja, selbst du wirst die Männer. Hier den Tod ich möchte finden. Euch Erna vorstellen. Wir sind auf eine Weise ineinander verliebt, die meine Frau nie verstehen würde. Was zum Teufel? Ich verstehe es sofort. Ich weiß, warum du verliebt bist in sie. Ja. Ja. Nicht mal die Tattoos können mich gerade vom Gegenteil überzeugen. Normalerweise sind ja Gesichtstattoos absolut schrecklich und ein Grund dagegen, aber in dem Fall irgendwie nicht. Nee. Also, hey, guter Mann, du bist verliebt in Erna? Ich möchte euch Erna vorstellen. Sie und ich teilen eine Liebe, die meine Frau nie verstehen könnte. Oh, wie romantisch, okay? Und du, Erna? Habt ihr schon Brander, meinen Liebsten, kennengelernt? Oh ja, hab ich. Ihr teilt eine Liebe, die seine Frau nie verstehen würde. Mhm. Guten Tag dann. Das ist doch mal cool. Hört auf, ihr seid ja halb tot. Nicht wahr? Findest du auch cool, oder, Eowyn? So, der ist tot, das ist schon mal gut. Dann muss ich aber immer noch dieses dämliche Grabmal finden. Ich habe ja noch nicht mal diesen Eissee gefunden. Oh, hi. Dann stirb. Das ist mal ein Kampf. Ja, Frustration rauslassen, das ist immer gut. So, dann suche ich jetzt mal diesen Eissee. Der ist hier, richtig? Das ist der Eissee. Ja. Wenn das nicht der Eissee ist, dann weiß ich also auch nicht. Und von dem Eissee muss ich nach Südosten gehen. Das heißt, wir gehen jetzt einfach mal in die südöstlichste Ecke des Eissees. Und von da aus gehe ich dann weiter. Das ist der Plan. Bist du ein besonderer Horker? Ach ja. Ach ja. Damit hatte ich jetzt aber nicht gerechnet. Ich dachte, ihr seid generell friedliche Kreaturen. Aber gut. Man kann es wohl nicht jedem recht machen. So, Eissee. See aus Eis. Dann gehen wir jetzt an die südöstlichste Ecke, so wie ich es gesagt habe. Das... Naja gut, hier. Okay. Da ist Solzheim Gronn, was auch immer Gronn ist, wer auch immer das ist. Südöstlich, ja, das ist der See aus Eis. Osten, warte mal, Osten ist in der Richtung. Oh ja, danke. Ja, oh mein Gott. Ich habe schon wieder Osten und Westen verwechselt. Das ist mir übrigens nie passiert, bevor ich nicht angefangen habe, Let's Plays zu machen. Das glaubt jetzt zwar auch keiner, aber ich wollte es mal gesagt haben. Ja, alles Let's Play Schuld. Alles die Schuld der Let's Plays. Absolut. So. Ich laufe von hier jetzt erstmal nach Osten, ja. Und dann von hier nach Südosten, ne? Also nach... Nach da eigentlich dann, oder? Ja. Da, wo ich irgendwann schon mal ganz viele Leute abgemetzelt habe. Ach, das war das, wo der besondere Bär war. Wie auch immer das Tier hieß. Das gute Tier, glaube ich, ja. Das gute Tier wurde hier von diesen Rieglingen angegriffen. Und hätte es fast nicht geschafft. Wobei ihr mir ja nachträglich gesagt habt, dass ich da auch zum großen Teil selbst von Schuld war, weil ich das Vieh selbst getötet habe einmal. Das Antlitz des Todes. Ja, du bist tot. Du hast übrigens die gleichen Tattoos wie Erna die Ruhige, aber jetzt sieht man es leider nicht mehr, weil dein Gesicht ist kaputt und im Schnee versunken und ja, okay. Wie fühlt sich die Nähe Ich wollte dich mal am Leben lassen. Ha! Au! Stirb, Paddington! Ja, oh, ein Haus. Ein Haus, das ist, das entspricht mehr der Schriftrolle. Das entspricht mehr Evas Geschichte, dass, ich diese Windtüte in dem Haus finde. Oh. Ein Khajiit oder ein Khajiit namens Mnashi. Mit Mondzucker und einem Onkel Schleckermaul-Lied. Die Robe lassen wir mal an. Alchemie. Das Lied von Onkel Schleckermaul.
Hehe, haho. Ihr sollt schon sehen, zur Werkstatt wird er gehen. Was auch immer das bedeutet. Mein Onkel macht die Süßigkeiten, die uns im Winter Freude bereiten. Und wenn der Zucker schmilzt im Kerzenschein, dringt Glück uns in die Herzen ein. Hehe, haho. Ihr sollt schon sehen, zu der Werkstatt wird er gehen. Onkel Schleckermaul geht schnell, darf nur kurz verweilen, doch er will die Bonbons verteilen. Jedes Mädchen und jeder Junge singt, am besten ist, was Onkel Schleckermaul bringt. Hehe, haho. Ihr sollt schon sehen, zu der Werkstatt wird er gehen. Süßigkeiten, Süßigkeiten. Onkel Schleckermaul will allen nur Freude bereiten. Drum auf zur Werkstatt, das will ich meinen, wo all die schönen Lampen scheinen. Hihihi, haha, hohoho. Ja, das Schlimmste war definitiv das Gelache. Und der Name, Onkel Schleckermaul, das klingt einfach nicht vertrauenswürdig. Nein, wenn ich mein Kind habe, und das ist eine geringe, da gibt es eine geringe Chance für, dann werde ich dem sagen, von Onkel Schleckermaul solltet ihr unbedingt weglaufen, sobald ihr ihn hört, sobald ihr ihn kommen hört. Aber ich habe natürlich keine Angst. Onkel Schleckermaul ist ein Drogendealer. Na, das macht natürlich auch Sinn. Süßigkeiten, Süßigkeiten. Onkel Schleckermaul will allen nur Freude bereiten. Drum auf zur Werkstatt, das will ich meinen, wo all die schönen Lampen scheinen. Hi, 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 ha, 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 ho, 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 ho. Hey, wenn du mir gesagt hättest, dass du das auch vorführst, dann hätte ich mich mehr angestrengt vielleicht. Ja, vielleicht. Auf gar keinen Fall. Okay. Also Onkel Schleckermaul backt mit Mondzucker. Sehe ich das richtig? Ist natürlich auch eine Strategie, die kann man machen. Und die kann man haben. Ey, guckst du mich an? Ja. Hehe, haha. Gibt es das? Ein Besucher in meiner Werkstatt. Wie kann ich euch behilflich sein, Alastor? Ich habe Süßigkeiten im Überfluss, falls ihr auf der Suche nach etwas Freude seid. Ah, klar. Meine Süßigkeiten sind lecker, ja, das sind sie, und gefüllt mit besonderem Zucker und Liebe. Sie bringen Freude, Freude für jeden auf Solzheim. Das ist, was ich tue, wisst ihr? Ich verteile meine speziellen süßen Geschenke und verbreite im ganzen Land Fröhlichkeit. Es ist eine schwierige Aufgabe, aber oh so dankbar. Naschi war sicherlich dieser Meinung. Ah, Naschi, der liebe Junge. Der ist tot übrigens. Naschi war mein Gehilfe. Er hat mir geholfen, meine Süßigkeiten herzustellen. Er hat seinen Zucker so geliebt. Ja, das tat Naschi. Ein wenig zu sehr, fürchte ich. Er starb, müsst ihr wissen. Sein Schleckermaul war sein Verhängnis. Ich habe ihn draußen beerdigt. Beerdigt ist... Der ist im Frühjahr noch da, wenn du den da so liegen lässt. Außer die Wölfe. Ja, die Wölfe holen ihn wahrscheinlich. Aber das ist nicht beerdigt, nein. Du hast wohl zu viel von deinem eigenen Kuchen genascht. Wir hatten eine wunderschöne kleine Zeremonie. Die Horker kamen und sangen für ihn. Haha, ja, das taten sie. Hehehe. Ha, ha, ha. Nicht lustig, du Drogendealer. Wir gehen. Ich weiß nicht, was ich von dir denken soll. Und ich weiß auch nicht, nein, im Tagebuch steht nichts. Okay, dann weiß ich wirklich nicht, was ich von dir halten soll. So. Aber jetzt muss ich so langsam mal dieses Grabmal finden, richtig? Es wird so langsam Zeit. Und ich habe das Grabmal sogar gefunden. Und es war ganz in der Nähe von Onkel Schleckermauls kleinem, urseligen, gruseligen, superduper, eigenartigem Versteck. Nämlich hier. Hier ist Glenschulds Grab und ein bisschen hier nach Südwesten, ja, Südwesten, richtig, ist Onkel Schleckermauls Werkstatt. Also das war gar nicht schwer zu finden. Und, nun ja, dann wollen wir mal reingehen und dem gierigen Mann den Wind abnehmen. Oh, hi. Oh, ein normaler Standarduntoter. Aber das selten sieht gar nicht Standard aus. Was bist du? Ach, du bist auch so ein... Du bist halt nur der Zombie-Hund quasi. Okay. Okay, gut. Ich verstehe. Der beste Freund des Menschen, auch nach dem Tod noch. Sehr romantisch, oder? Oh, ein Zombie-Wastel. Ein Knochenwolf. Es tut mir leid, dass ich eure Wölfe töte, eure Hunde. Das ist echt ein bisschen tragisch. Weil süß sehen die ja aus. Für untote Kreaturen zumindest, nicht? Nun, das ist mal ein Kampf. Was er für Geräusche gemacht hat. Ja.
Komm her. Wirf dich in meinen Hammer. Auch wenn das nicht so gut klingt wie wirf dich in mein Schwert, Böses. Oh. Ihr werdet hier und jetzt sterben. Das macht doch keinen Sinn mehr. Leg dich hin. Deine Haustiere sind tot. Dann solltest du dich nicht mehr so wehren, weißt du? So. Jetzt. Oh, die Tasche des gierigen Mannes. Na toll, das ging ja schnell. Also, auf geht's. Und da ist jetzt besser nicht nur Salzreis drin. Werde ich angegriffen jetzt? Nein. Okay. Die Winde habe ich befreit. Jetzt sollte ich zum Windstein zurückkehren. Okay, cool. Schauen wir uns aber vorher noch mal ein bisschen hier um, oder? Ich kann ja wenigstens noch die Schlösser hier knacken und gucken, was da drin ist. Oh ja. Eine Vulkanglas-Sturmklinge, 6500 Goldmünzen wert. Eine Kurzwaffe mit Lähmung. Ich wollte ja mal eine Kurzwaffe mit Lähmung benutzen, aber ich habe ja keinen Kurzwaffenskill. Und das hat sich auch seitdem nicht geändert. Bisschen schade, aber nett, dass mich das Spiel nochmal dran erinnert, dass ich das mal machen wollte. So, dann schauen wir hier nochmal rein. Der Loot war ja ganz gut. Ein Dietrich des Gesellen, nee. Das Ganze vergessen. Ich habe zwar fast keine mehr, aber ich nehme keinen Gesellen. Nee, ich brauche Großmeisterausrüstung, sonst fange ich gar nicht erst an. So, das war's, oder? Das war das gesamte Grabmal. Hier stehen überall diese Teile rum, die so aussehen, als könnte man was damit machen. Aber man kann's nicht. Also, als könnte man ein Feuer drin entzünden oder irgendwie sowas. Und andere Kisten sind hier auch nicht. Na gut, dann gehen wir zurück ins Tageslicht. Und laufen zum Windstein. Du hast Gutes geleistet, Eva. Du, der Niedrigste unter den Skal, hast meine Geschenke an sie zurückgebracht. Der gierige Mann ist erst einmal verschwunden und sollte dein Volk während deiner Lebenszeit nicht noch einmal belästigen. Dein großer Schöpfer ist zufrieden. Geh nun und lebe, wie es deiner Natur entspricht. Und Eva machte sich auf den Weg zurück ins Dorf der Skal. Und was geschah dann, Großvater? Was meinst du, Kind? Er ging heim. Nein, als er ins Dorf zurückkehrte, fuhr das Kind fort. Wurde er zu einem Krieger gemacht oder lehrte man ihn den Weg des Schamanen? Führte er die Skal in die Schlacht? Das weiß ich nicht. Die Geschichte ist dort zu Ende, sagte der Großvater. Aber das ist doch kein Ende. So hören Geschichten nicht auf. Der alte Mann lachte und erhob sich von seinem Stuhl. Tun Sie das nicht? Ja, ich hoffe nicht. Weil wenn die Geschichte so endet, ich ging nach Hause, weil, naja, es ist ein bisschen unbefriedigend. Da muss ich dem Enkel, auch wenn er ein quengeliger Drecksack ist, recht geben. Weil alle Enkel sind quengelige Drecksäcke, ja. Seien wir doch ehrlich. So. Dreifaches Tagebuch-Update. Heute habe ich Eowyn getroffen. Na, schauen wir mal. Ja, mythisches Licht. Ich habe das Ritual der Geschenke abgeschlossen. Ich habe alle 6 benötigten Rituale abgeschlossen und sollte nun zu Herzfang zurückkehren. Ah ja, denn es ging ja eigentlich darum, das Vertrauen der Skal zu gewinnen, indem ich dieses kleine Ritual hier durchführe. Und jetzt soll ich zum Häuptling zurückkehren. Und der wird mir dann hoffentlich auf die Schulter tätscheln und sagen, gut gemacht, Junge. Jetzt kannst du dir hier eine Frau nehmen und einziehen. Oder irgendwie sowas. Ist das da oben wirklich das Skaldorf? Das kommt mir irgendwie so komisch vor. Ich bin aus der Richtung noch nie dahin gekommen und hier stehen wieder so viele Gegner. Oh ja, genau. Nimm den Dietrich in den Mund. Nein! Okay, er ist tot. Das war auch ein Pestbär. Was auch immer das ist, bedeutet, also er war wahrscheinlich stärker als die anderen Bären. Aber zum Glück muss mich das ja nicht interessieren, denn ich bin ja der Nerevarin und als solcher gegen Krankheiten immun. Also auch gegen die Pest, was wunderbar ist. So, das ist der Brunnen von dem Skaldorf. Tatsache! Oh, gute Güte, was bin ich so dankbar. Das war ja gar nicht weit weg. Das war also absolut die richtige Entscheidung, den Windstein am Ende zu machen. Denn so sehen wir sofort, ist das das Häuptlingshaus? Wo ist das Häuptlingshaus? Meine Güte. Das ist das Häuptlingshaus, oder? Überhaupt nicht verziert, leider. Ach ja, ist auch nur die große Halle. Also da bist du zwar drin, aber du wohnst wahrscheinlich nicht hier.
Erkältet? Ich fühle mit dir. Speichern wir mal, vielleicht verbock ich's ja. Ich habe die Rituale durchgeführt. Ihr habt das Ritual der Geschenke vollendet? Eure Anstrengungen haben mich beeindruckt, Fremdländer. Aber es gibt noch mehr zu tun. Ihr habt eine gewisse Loyalität gegenüber den Skaal gezeigt, die mich überrascht. Die Tradition sieht vor, dass ihr nun Eva Steinwurfs Streitkolben tragt. Dies ist ein Schatz der Skaal, den ich nicht gerne einen Fremdländer gebe. Dennoch, ihr habt ihn verdient. Vorerst. Jetzt ist es an der Zeit, eure Weisheit zu beweisen. Nein, jetzt ist es an der Zeit, mit dem neuen Streitkolben rumzuspielen wie ein Dreijähriger. Nicht, dass man Dreijährigen unbedingt Streitkolben geben sollte, aber hey. Das ist Eva Steinwurfs Streitkolben. Der macht massiven Schaden, ach du heilige Scheiße. Ich wusste ja, dass es ihn gibt, aber ich wusste nicht, dass er so gut ist. 30 bis 90. Gewicht ist auch 90, also das ist enorm viel. Heilige Scheiße. Die Ladung mit dem Eisschaden, das zählen wir überhaupt nicht mit, weil 20 Einheiten von der Verzauberung sind überhaupt nichts. Also das ist wirklich überhaupt nichts. Habe ich irgendeinen Gegenstand, der ordentlich verzaubert ist? Weil die meisten Gegenstände, da ist viel mehr drauf. Hier 200 auf dem Lähmungsschwert. Und die kriegt man schnell leer, die Lähmungsschwerter. Hier 40 auf irgendeinem random Schwert. Ja, Pfeile haben manchmal sogar 200 Ladungen oder 150. Also, das ist nicht viel, das zählt nicht. Aber das ist richtig viel mehr, als mein Schädelbrecher an Schaden macht. Ich verliere zwar Feder und Angriff festigen, was sehr wertvoll ist, aber von 60 Schadenspunkte gehe ich auf 90. Das ist der Hammer. Ja, der Hammer. Guck dir mal den Hammer an. Ich meine, stehen Streitkolben. Der dampft sogar. Ich stehe an eurer Seite. Du bist überhaupt... Wieso warst du in Reichweite, du dummes Mädchen? Das hätte dich töten können. Yeah. Yeah. Ich weiß, das letzte Mal, als ich sowas gemacht habe, habe ich einen Kampf angefangen. Mit irgendeiner Wache. Das war keine gute Idee damals. So, kann ich auch... Aha, ja, ich kann stechen. Ich denke, wir packen den aber erstmal wieder weg. Denn ich habe ein bisschen Respekt, dass ich dir eventuell noch weh tue. Ja, mit meinem Streitkolben. Yes. Oh mein Gott, ist der hübsch. Hüpf. Hüpf. Ja, das war's für heute. Wir haben den Test der Loyalität des Skaal beendet. Und jetzt könnte ich theoretisch weitermachen mit den Quests für ihn. Den Test der Weisheit machen. Ihr habt eure Loyalität zu den Skaal bewiesen. Ja, ich weiß. Ich war dabei. Auf jeden Fall könnte ich jetzt weitermachen mit dem Test der Weisheit, den er gerade angesprochen hat, wo ich dann wahrscheinlich wieder irgendwelche Sachen machen muss. Oder ich könnte mich den anderen Quests auf der Insel widmen. Es gibt ja hier noch diesen Außenposten. Und damit meine ich nicht die Eisfalterfestung, sondern es gibt noch den Außenposten irgendeiner Handelsgesellschaft. Es gab ja, als ich in der Eisfalterfestung angekommen war, gab es ja zwei Möglichkeiten. Zwei Questreihen, die ich hätte anfangen können. Einmal die Questreihe der Imperialen, also der Kaiserlichen Legion, und den habe ich ja angefangen. Der hat mich hierher geführt. Und dann gab es ja noch diese Firma, die hier einen Außenposten, Handelsaußenposten, Ressourcenaußenposten aufbaut. Und ich denke, darum müsste ich mich auch irgendwann kümmern. Und vielleicht ist jetzt, wo ich eine gewisse Loyalität der Skaal habe, oder ein gewisses Einverständnis mit euch wenigstens, dass ihr hier keinen Krieg anfangt, wäre es vielleicht eine gute Idee, wenn ich mich um den Handelsaußenposten, kümmere. Meine Güte, was rede ich heute? Schnell manchmal. Aber gut. Für heute soll es das... Vielleicht ein Anblick. Meine... Was kann ich für euch tun? Meine Fresse. Der hat sich an mich rangeschlichen. Ja, so fühlte sich das auf jeden Fall an. Dieses Haus erinnert mich irgendwie an Mount and Blade. Da gibt's quasi die Mongolen haben so ähnliche Festungen. So ähnliche Ratshallen. Aber hey. Ich bin glücklich, ich habe meinen neuen Streitkolben und ich denke, ich werde mich nächstes Mal tatsächlich um diese Nebenquests kümmern, weil ich will nicht unbedingt durch die Hauptquests durchrauschen, ohne was von den Nebenquests gesehen zu haben. Und ich denke, jetzt ist ein ganz guter Zeitpunkt dafür. Also, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.